Highlights, Höhepunkte der Woche. Im Studio Christina Sterz. Herzlich willkommen. Highlights sind in dieser Woche unter anderem diese Themen. Abgetaucht, wie Extremsportler einen zugefrorenen Bergsee erkunden. Ausgestellt, wie Museumsbesucher in Berlin zu Skulpturen werden. Und ausgeliefert, wie eine perfekt gebratene Weihnachtsgans nach Hause gebracht wird. Ihre überdimensionalen Plüschtiere haben Cosima von Bonin bekannt gemacht. Seit Jahren gehört sie zu den prominentesten deutschen Konzeptkünstlerinnen. Ihre überwiegend fröhlichen, bunten Werke hat die 1962 geborene Kölnerin bereits in Ausstellungen in vielen europäischen Ländern und in den USA gezeigt. Momentan sind sie in ihrer Heimatstadt zu sehen und wie immer gibt es auch da wieder einige Überraschungen. Die Muscheln haben es sich bequem gemacht. Und die Dalmatiner mit den Hasenohren sitzen faul vor ihren Hütten. Wenn ihre Geschöpfe gut platziert sind, dann ist auch die Künstlerin gut gestimmt. Bei der Werkschau im Museum Ludwig in Köln wird Cosima von Bonin von Freunden unterstützt. Dem Tokotronic-Sänger Dirk von Lotzow und dem Maler Sergei Jensen. Cut, 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 heißt die Show. Das rufen Filmleute, wenn die Arbeit vorbei ist und der Feierabend beginnt. Ein Museum als gigantisches Kinderzimmer. Die Freunde der Künstlerin sind Teil der Show. Dirk von Lotzow und der Theatermacher René Polesch lesen einen Text zur Ausstellung. Ich bin viele. Ein Grundsatz der Künstlerin. Ich bin wirklich viele. Also ich schnapp mir auch alles, ja, was in der Luft liegt. Ich stehle von allen, wie ein Rabe. Ich bin einfach raffgierig. Manche ihrer Tiere sehen aus, als seien sie direkt einem japanischen Comic entsprungen. Cosima von Bonin lässt gerne die Grenzen verschwimmen. Die Plüschkreaturen sind inzwischen zu ihrem Markenzeichen geworden. Ich habe zwei französische Bulldoggen, die kriegen wie Yves Saint Laurent Bulldogge jeden Tag ein Stofftier zum Zerreißen. Da dachte ich, Näherinnen? Stofftier? Ja. Ja, so ging das los. Muscheln, die Skateboard fahren. Oder Krebse hinter Gittern. Insgesamt sind mehr als 70 Arbeiten von Cosima von Bonin in der Show zu sehen. Le Serpent Rouge. Zentraler Bezugspunkt bei vielen Werken ist die Faulheit. Auf der Pfotenunterseite steht Sloth, das englische Wort für Faultier. Dazu passt die Lazy Susan, die rotierende Tischplatte aus dem China-Restaurant, die der Ausstellungsreihe ihr Motto gegeben hat, die Lazy Susan-Serie. Sanftes Kreisen, Monotonie, die Lust auf Nichtstun, die jeder kennt, die Künstlerin inklusive. Ich kann eben richtig, wenn ich mich dazu entschließe, so verfaulen wie kein anderer. Richtig verfaulen. Also, aber das jetzt habe ich in den letzten Jahren 9 Ausstellungen gemacht, also war ich jetzt nicht faul. Aber um das Ganze durchzustehen, hat mir das wirklich gut geholfen, dass Faulheit dahinter steht. Man muss halt wahnsinnig fleißig sein, um dann endlich faul sein zu können. Die Plüschkreaturen im Museum haben immer etwas Menschliches. Zum Beispiel eine Gruppe von Muscheln, die sich in Kisten versteckt. Hunde, die sich als Faultiere outen. Ein gerupftes Huhn an der Wäscheleine. Tierchen, die nicht so gerne gemocht werden, habe ich auch gern. Ja. Ne? Man will ja auch niemanden ausschließen. Ja. Das gilt genauso für die Freunde der Künstlerin. Die Filmemacherin Frances Scholz ist mit Videoclips dabei. Auch Legenden wie der verstorbene französische Regisseur Jacques Tati mit Ausschnitten aus seinem Meisterwerk Playtime sind vertreten. Und der deutsche Musiker Moritz von Oswald liefert eine Klangperformance ganz im Geist der Ausstellung. Wo
Cosima war immer auch mit Musikerinnen und Musikern befreundet, weil ich glaube einfach, weil es dich wahnsinnig interessiert. Und Künstler sollten mit Musikern befreundet sein und Musiker mit Architekten und Tänzer mit Künstlern, und oder? Das ist besser, als immer nur so im eigenen Saft zu schmoren. Kunsthandwerk, Kitsch oder Abenteuerspielplatz, ganz egal. Die Besucher der Ausstellung haben auf jeden Fall so einiges zu betrachten. Meine 80-jährige Nachbarin hat gesagt, selten hat sie auch etwas so amüsiert. Ja, das fand ich schon wahnsinnig gut. Draußen vor dem Museum Ludwig geht die Show weiter. Da hockt Pinocchio hoch oben auf einem Schiedsrichterstuhl. Dass er lügt, sieht jedes Kind. Und stehlen tut er auch. Tagedieb hat Cosima von Bonin ihre Skulptur genannt. Die Ausstellung im Kölner Museum Ludwig ist noch bis Mai zu sehen. Faul sein, vielmehr bleibt auch vielen Wassersportlern nicht übrig, wenn in Europa Winter ist. Oft weht ein eisiger Wind. Die meisten Gewässer sind wenige Grad Celsius kalt oder sogar komplett zugefroren. Aber genau das sind die Bedingungen, über die sich Extremsportler besonders freuen. Dann ziehen sie ihren Taucheranzug an, schlagen ein Loch ins Eis und steigen in klirrend kalte Bergseen. Wir haben eine Gruppe aus Österreich bei so einer Tour begleitet. Eiseskälte. Temperaturen um den Gefrierpunkt. Eine Eisschicht von 10 cm. Es gibt nur wenige Menschen, die freiwillig in einen zugefrorenen Bergsee springen. Hier will eine Gruppe genau das tun. In den österreichischen Alpen zwischen Tirol und dem Salzburger Land. Dieter Kuchling ist Tauchlehrer und hat schon mehr als 1000 Eistauchgänge hinter sich. Der Finkausee ist mit Eis und Schnee bedeckt. Die Taucher wollen gleich einsteigen. Der Reiz ist eben, würde ich sagen, dass einfach unterm Eis zu tauchen und einfach in eine fremde Welt abzutauchen, wo man sonst eigentlich gar nicht hinkommt. Eistauchen ist ein Hightech-Sport. Ein Trockentauchanzug soll das eiskalte Wasser vom Körper fernhalten. Pressluftflaschen und Ventile sind gleich doppelt vorhanden. Dieter Kuchling hat einen Notfallplan und er weiß genau, wo ein Rettungshubschrauber landen kann. Sicherheit ist das Um und Auf an der ganzen Geschichte, denn ohne entsprechende Vorkehrungen kann ein kleiner Fehler gleich zu einem großen Fehler werden. Und nur dann passiert es eben immer wieder, dass solche Sachen tödlich oder mit großen Unfällen ausgehen. Vor fast 10 Jahren starb im Finkausee ein Eistaucher. Damit sich ein solcher Unfall mit tödlichem Ausgang nicht wiederholt, bereitet Kuchling die Tauchgänge generalstabsmäßig vor. Mit einem normalen Tauchgang hat diese Variante des Sports nur wenig gemein. Weil ich nicht die Möglichkeit habe, im Falle von irgendwelchen Problemen in Panik zu geraten, sondern wir müssen unter allen Umständen wieder an der Leine gesichert, an der Leine retour zu unserem Ausstiegsloch. Sonst gibt es keine Möglichkeit, aus diesem Eisgefängnis wieder herauszukommen. Okay, viel Spaß. Getaucht wird im Wechsel, in Zweierteams. Die andere Gruppe übernimmt die Sicherung. Alleine der Lichteinfall, das Licht hell, dunkel, die ganzen Fische, die mehr oder minder ruhig liegen, keine großen Fluchtdistanzen haben, alles in großer, also in der direkten Nähe, ist einfach ein wunderbares Erlebnis. Nach einer halben Stunde müssen die Männer die eiskalte Unterwasserwelt wieder verlassen. Zu extrem ist die Belastung für Ausrüstung und Mensch.
Daniel Deutsch und Hannes Krösbacher sind erfahrene Taucher. Doch diese Temperaturen machen selbst den beiden Tirolern zu schaffen. 0 Grad. Man merkt schon, ja. Aber schön. Das ist schon ein einmaliges Erlebnis. Die paar Minuten unter Wasser entschuldigen quasi die kalten Finger und die kalten Füße auf alle Fälle. Und den ganzen Aufwand, der mit Eistauchen verbunden ist. Ja, ich sag sicher, ist es verrückt, bei minus 21 Grad in die Kälte hinauszugehen, ein Loch zu buddeln, ins Wasser zu steigen. Aber das ist eben Sportbegeisterung und ein extremer Sport, den man gerne macht und wo man eben versucht, auch das Risiko zu kalkulieren. Die Taucher fahren zurück in die Stadt. Die Öffnung in der Eisschicht wird wieder zufrieren. Bis zum nächsten Tauchgang kehrt in die eiskalte Unterwasserwelt wieder Stille ein. Also so schön es aussieht, mir wäre das eindeutig zu kalt. Benjamin Hubert ist 27 Jahre alt und gilt als Shootingstar der britischen Designszene. Immer wieder wurde er mit Nachwuchspreisen geehrt. Einige seiner Produkte gelten jetzt schon als Klassiker oder sie sind auf dem besten Weg dorthin. In seinem Atelier, das er seit 2007 in London führt, entwirft Benjamin Hubert Lampen und Stühle. Mit ihren eigenwilligen, aber schlichten Formen setzt er neue Maßstäbe. Die Produkte verkauft er inzwischen weltweit. Wir haben das kreative Talent in der britischen Hauptstadt getroffen. Benjamin Hubert ist in der Designszene, was man Most Wanted nennt, absolut gefragt. Mehr als 30 Designpreise hat der 27-jährige Brite bereits erhalten. Und auch eines seiner neuesten Werke, der Sessel Pod, ist bereits ausgezeichnet worden. Konzipiert speziell für öffentliche Räume wie Flughafenlobbys. 2.500 Euro kostet das Sitzmöbel. Ein Polstermöbel besteht normalerweise aus Holz, Heftklammern, Kleber, Schaumstoff. All das haben wir mit einer Filzschale ersetzt, hergestellt aus recycelten Plastikflaschen. Setzt man sich, werden die Umgebungsgeräusche leiser. Man fühlt sich im eigenen Raum, ist aber in der Öffentlichkeit. Stühle vom Holzbootbau inspiriert oder wie hier aus beschichtetem Stahl. Benjamin Hubert experimentiert gerne mit traditionellen Techniken und modernen Materialien. Neben Industriedesign hat er auch Technologie studiert. 2007, damals 23 Jahre alt, eröffnete er sein eigenes Atelier im Norden Londons. Den Durchbruch schaffte ich vor 3-4 Jahren mit einer Serie von Hängelampen aus Beton. Ich nahm ein ursprünglich geringwertiges Material, Beton, erhöhte seinen Gebrauchswert und erweiterte die Bandbreite, was man damit anstellen kann. Schon sehen alle Beton in einem anderen Licht. Man muss also nicht den allerneuesten Stoff verwenden. Ihm wird nachgesagt, er arbeite mit der Akribie eines Wissenschaftlers. Der junge Designer lässt sich von der Beschaffenheit der Materialien inspirieren, bevorzugt raue und grobe Gewebe, die er zum Teil auf alten Fabrikgeländen findet. Seine Arbeiten entstehen am Schreibtisch. Zunächst skizziert er das Bauprinzip im Groben, lässt alle unnötigen Details weg. Der Charme seiner Entwürfe? Eine Schlichtheit, die das Material voll zur Geltung bringt, aber auch das Konstruktionsprinzip sichtbar werden lässt. Aus seinen zahlreichen Entwürfen sind bislang 25 Produkte entstanden, die er kommerziell vertreibt. Ich habe Essstühle für eine portugiesische Firma entworfen. Die Stühle sollten leicht sein, deshalb entschied ich mich für einen Lederbezug. Der ist aber gleichzeitig auch Teil der Struktur und sieht nicht nur schön aus. Wir haben lange nach dem passenden Material gesucht und schließlich eine Fabrik gefunden, die Autoleder prägt. Damit werden zum Beispiel Sitze bezogen und Lenkräder. Dieses Material setzt es in einen industriellen Kontext, weniger in einen kunsthandwerklichen. Die Stühle sind Teil einer ganzen Kollektion von Möbeln und Leuchten aus natürlichen Materialien wie Leder, Holz und Carrara-Marmor.
Die Arbeiten von Benjamin Hubert werden auf der ganzen Welt verkauft. Einige sind sogar bereits Museumsstücke. Namhafte Hersteller aus der ganzen Welt reißen sich um den 27-Jährigen und heben ihn bereits jetzt in den Olymp der großen Designer. Seine Hängelampen aus hochglänzendem Aluminium gelten bereits als Klassiker. Natürlich möchte jeder Designer gerne Klassiker konstruieren. Das kann man aber nicht steuern. Wichtiger ist es, zu seinen Prinzipien zu stehen. Ergibt es sich, dass Entwürfe eine lange Lebensdauer haben? Toll. Aber es ist vor allem Einfachheit, die zählt. Material und Konstruktion müssen für sich selber sprechen. Alle übrigen Aspekte sind sekundär. Benjamin Hubert, ein junger Designer, von dem viele noch Großes erwarten. Bei dem polnischen Künstler Paweł Althammer sieht keine Skulptur aus wie die andere, denn seine aktuelle Ausstellung im Deutsche Guggenheim Museum in Berlin zeigt lebensgroße Figuren der Besucher. Angefertigt aus schneeweißem Kunststoff. Jeden Tag entstehen neue Werke. Paweł Althammer fertigt sie direkt vor Ort an. Wir durften dem 44-Jährigen dabei zuschauen. Mit Federn, Flügeln oder Kopfhörern. Museumsbesucher als Skulpturen aus der Hand von Paweł Althammer. Der 44-Jährige ist gelernter Bildhauer und freut sich über die Gelegenheit, mit Menschen Kunst zu machen. Die Idee hinter meiner Arbeit ist, dass jeder Einzelne etwas Besonderes ist. Dieses besondere Erlebnis möchte ich mit besonderen Menschen teilen. Für Paweł Althammer sind alle Menschen besonders. So wie Magdalena Ziba-Schwind. Sie entsteht gerade als Skulptur. Heißes Plastik wird an einem Körper aus Metall befestigt. Das Material gibt den Rhythmus der Arbeit vor. Das Plastik entspricht unserer Zeit und ist unser Abbild der Realität. Es wird kalt, wenn ich es nicht im richtigen Moment anbringe. Es ist ein bisschen so, wie eine Melodie zu komponieren. Eine Skulptur von Paweł Althammer werden, das kann jeder. Man bewirbt sich auf der Webseite des Deutschen Guggenheim Museums. Das Los entscheidet, wer zu einer Skulptur wird. 100 sollen es bis Mitte Januar werden. Auch Holger Otten hat sich beworben und wurde ausgewählt. Es ist natürlich einfach auch eine sehr spannende Sache, quasi selber künstlerisch tätig zu werden. Der erste Schritt auf dem Weg zur Skulptur. Der Gesichtsabdruck aus Silikon. Den nehmen Studenten der Warschauer Akademie der Schönen Künste. Das Gesicht wird zuerst eingefettet, nach der Schicht mit Silikon kommt der Gips. Also am Anfang hat man das Gefühl, dass etwas am Gesicht herunterläuft. Das ist ziemlich komisch. Dann wirkt die Maske sehr, sehr schwer. Und das führt einfach dazu, dass man irgendwie mehr nach innen sich kehrt und irgendwie Gedanken laufen lässt. Das ist eigentlich auch ganz schön. Der Gesichtsabdruck von Magdalena Ziba-Schwind ist schon ausgehärtet und auf dem Metallgestell befestigt. Bei der Gestaltung ihrer Skulptur darf sie ausnahmsweise selbst Hand anlegen. Das ist auch interessant für mich, meine Finger irgendwie zu schaffen, hier mit diesem ganzen Plastik zu machen. Aber das hat leider bei mir nicht geklappt, weil das Plastik irgendwie zu schnell irgendwie kalt geworden ist. Paweł Althammer will die Besucher mit in den Prozess des Skulpturenbauens einbeziehen. Der polnische Künstler arbeitet mit den unterschiedlichsten Materialien. In früheren Werken hat er Metall, Automotoren und Gummi benutzt. Für eine Performance in Brasilien goldene Anzüge aus Folie genäht. Und für ein Projekt in Mali aus Gras und Tierhaaren Masken gebaut. 2004 wurde Paweł Althammer mit dem Vincent van Gogh Biennial Award for Contemporary Art ausgezeichnet. 2010 erhielt er in Aachen den Internationalen Kunstpreis. Die grünen Maschinen der Ausstellung stammen aus der Kunststofffabrik von Paweł Althammers Vater in Polen. Die kleine Firma Almech hat ihren Sitz in einem Vorort von Warschau, dem Geburtsort des Künstlers. Jetzt spenden die väterlichen Pressmaschinen die weiße Plastikmasse für die Skulpturen, für die Ausstellung Almech im Deutsche Guggenheim Museum in Berlin. Es ist, als würde ich die Wurzeln der Kreativität weiterführen, eine Skulptur zu kreieren, die mit einer Maschine gemacht wurde, die mein Vater entworfen hat. Eine praktische Kombination.
Insgesamt 100 Skulpturen will Pavel Althammer bis Mitte Januar von Berliner Besuchern herstellen. 70 sind es schon. Ich bin fest entschlossen, die Arbeit mit Menschen fortzusetzen, solange es möglich ist. Einfach, weil ich es mag. Seit heute ist Magdalena Zieberschwind Teil der Sammlung. Ich bin glücklich, weil ich an diesem Prozess teilnehmen konnte. Und die wichtigste Erfahrung für mich ist, dass ich Teil eines Kunstwerks bin. Alle sind auf gewisse Weise ein Selbstporträt von mir. Noch bis Mitte Januar sind die Skulpturen in Berlin zu sehen. In diesen Tagen wird in vielen Familien in Deutschland wieder leidenschaftlich gefuttert. Denn vor allem zu Weihnachten gehört für die meisten ein knuspriger Gänsebraten einfach dazu. Eine Gans bedeutet aber auch ganz viel Aufwand, den man allerdings problemlos anderen überlassen kann. Mit dem Gänsebraten-Lieferservice macht man es sich zu Hause gemütlich, während Hotels oder Restaurants die ganze Arbeit erledigen. Eine Gans to go. Nicht gerade ein Schnäppchen, aber auf jeden Fall sehr praktisch. Weihnachtszeit ist Gänsezeit. Als knusprige Festtagsbraten kommen sie in Deutschland in vielen Haushalten auf den Tisch. Bevor es aber soweit ist, muss jemand stundenlang Küchendienst schieben. Oder aber der Profi übernimmt. Peter Hampel, Küchenchef in einem Berliner Edelrestaurant, füllt eine Gans to go. Weil viele Menschen keine Zeit oder Lust haben, sich einen halben Tag lang ihrem Weihnachtsbraten zu widmen, lassen sie sich eine fertig zubereitete Gans nach Hause liefern. Das Konzept ist praktisch so, dass wir die Gans klassisch zubereiten, Beilagen dazu und dem Gast dann praktisch anbieten, dass er zu Hause entspannt aufs Essen warten kann und sich dann freuen kann und essen kann. Mit Äpfeln, Zwiebeln und Orangen gefüllt, mit Salz und Pfeffer massiert, ist die Gans bereit für den Ofen. In nur wenigen Minuten wird sie knusprig braun sein. Inzwischen widmet sich Peter Hampel den Beilagen. Mit dabei in Madeira-Wein gedünstete Maronen. Die Maronen erinnern mich immer an meine Kindheit. Bei meiner Mutter gab es immer klassisch Gänsebraten mit Maronen. Und das wollte ich den Gästen auch gerne zukommen lassen. Dank moderner Gartechnik ist die Gans to go schon nach 2,5 Stunden fertig gebrutzelt. Zusammen mit den Beilagen wird sie nun für die Reise verpackt. Rund 100 Gänse to go verschickt das Restaurant pro Weihnachtssaison. So, Rotkohl, Grünkohl, Maronen, Soße, Gans, Klöße sind drin. Kann die Gans auf die Reise gehen. Und die wird sie im Taxi antreten. 115 Euro plus Taxikosten müssen die Kunden für dieses Rundum-Paket für 4 Personen bezahlen. Die Gans in der Thermobox rollt jetzt im Taxi durch Berlin. Im Stadtteil Charlottenburg wartet das Ehepaar Mehls auf seinen Gänsebraten. Er soll heute das Weihnachtsessen mit Freunden krönen. Eigentlich kocht Michaela Mehl selbst sehr gern, aber ein guter Gänsebraten, sagt sie, sei ihr noch nie gelungen. Da lässt sie lieber den Profi ran. Nur tranchieren muss das Ehepaar Mehls jetzt selbst. Ich bin mir das ganz bewusst. Ich kann mich um den Rest kümmern, kann ein bisschen mehr Zeit mit Dekoration verbringen und muss mich aber nicht um die Gans kümmern. Kein Stress und kein Gehetze zwischen Küche und Esstisch. Nach nur 10 Minuten kann serviert werden. Die Gans kommt natürlich heiß auf den Tisch. Ja, ja. Eine? Maron. Oder zwei? Nee, eine reicht dann. Und sie scheint zu schmecken. Genau. Also ich finde die super. Also ich finde es wirklich sehr entspannt, sich die zu bestellen, und der Geschmack ist so, wie er sein soll. Außen knusprig und innen butterzart. Sehr, sehr gut. Ja, mein schönes Weihnachtsfest.
Für Ehepaar Mehls dieses Mal die perfekte Kombination. Ein gemütliches Weihnachtsessen zu Hause mit der Gans vom Gourmetkoch. Das waren Höhepunkte dieser Woche. Sie können sich diese Sendung wie immer auch im Internet anschauen. Klicken Sie dafür einfach auf dw-world.de/euromax-highlights. Dort finden Sie auch viele weitere Informationen zu unserer Sendung. Danke fürs Zuschauen und tschüss. Bis zum nächsten Mal.